Hast du so ein K***? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Was, Digga? Komm, komm. Ich heule gerade fast. Komm. Oh, laber. Guck rein. Was ist das? Dann ist halt Feierabend, ne? Mein persönlicher Fahrer. Ich möchte natürlich Touareg fahren. Ich mir einen Fahrer organisiert, der mich jetzt immer zur Halle fährt, damit ich an meinem Touareg schrauben kann. Genau. Ihr habt's mitbekommen. Motorschaden, Touareg. 7L 3 Liter V6. Heute Endoskop. Das heißt, hier einmal schön in den ersten Zylinder rein über den Injektorschacht, wenn das Ganze passt. Und dann schauen wir mal, ein Loch im Kolben haben oder vielleicht Zylinderkopfdichtung oder so. Also, Kamera raus. Bessere Qualität in 3, 2, 1. So, da wäre die bessere Qualität. Ich hoffe, es gefällt euch. Keine Kosten und Mühen gescheut, würde ich sagen, ne? Mhm. Genau. Also, jeder, der neu auf dem Kanal ist, ich zeige euch erstmal, was ich für ein Problem habe. Und zwar Touareg, habe ich eben schon gesagt, V6 Diesel, der läuft nur noch auf 5 Zylindern. Also ich würde sagen, kurz Tor auf, weil es qualmt hinten ziemlich doll. Und einmal Motor starten, dass ich euch das mal zeige. Okay, Freunde, also, ich wollte euch einmal kurz zeigen, dass der erste Zylinder nicht läuft. Also, es ist so, das ist hier der erste Zylinder, zweite Zylinder, dritte Zylinder, vierter, fünfter, sechster Zylinder. So, ich kann euch kurz mal zeigen, und zwar ist hier der zweite Zylinder. Wenn ich den Stecker hier abziehe, dann haben wir selbstverständlich eine Veränderung. Oh Mann, ey. Wir rufen gleich nochmal an, okay? Okay, bis gleich. So, und das ist hier der erste Zylinder und wenn ich hier den Stecker abziehe, keinerlei Veränderung. Das heißt, dieser Zylinder läuft nicht mehr mit. Was braucht so ein Motor? Der braucht Diesel, Luft und im Endeffekt einfach Kompression. Und im letzten Video habe ich schon den Injektor getauscht. Trotz neuem Injektor keinen Unterschied. Also heute einmal mit dem Endoskop reinschauen. Vielleicht sehen wir ja was. Eventuell einen Kolbenkipper oder sonst was. Schauen wir mal. Also, wir halten uns dran, wir machen den Motor aus. Wir müssen den Injektor rausschrauben. Ist alles nicht ganz so einfach, aber kriegen wir hin. Und dann endoskopieren wir. So, ich zeige euch erstmal aber das Endoskop, weil ist ja auch natürlich sehr interessant, bevor wir jetzt den Injektor ausschrauben. So, ist jetzt kein Profigerät, aber ich glaube, das erfüllt seinen Zweck. Wir haben hier einmal die Kamera. Wir haben einmal vorne eine Kamera, entsprechend natürlich noch mit Licht. Und wir können umswitchen auf Seitenkamera, auch mit Licht. So, sponsert von eigentlich? Nee. Nichts sponsert hier. Schauen wir mal. Endoskop. Ja, guck mal, Akku fast voll. So, da seid ihr, da bin ich. Gut, also, das ist hier auf jeden Fall das Endoskop. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Noch einmal kurz für jeden, der noch nicht ganz genau weiß, was wir jetzt vorhaben. Im Endeffekt soll diese Kamera hier einmal durch. Und zwar ist hier nämlich der Injektor drinne verbaut, also hier drunter. Und genau den wollen wir jetzt rausschrauben, damit wir hier diese Kamera reinkriegen. Und dann sind wir wirklich im Zylinder. Dort können wir uns den Kolben anschauen, Zylinderwände anschauen und so weiter. Und vielleicht sehen wir da schon ein paar Schadensbilder. Ich bin gespannt, ich würde sagen, Injektor raus. Was brauchen wir für Werkzeug? Einmal 14er Ringschlüssel und einen 17er Ringschlüssel, aber wichtig, einen gekröpften. Zeige ich euch gleich wieso. Also, Injektor lösen, im Endeffekt wirklich nur diese vier Schrauben hier. Dann können wir diesen Deckel zur Seite drehen, zeige ich euch gleich natürlich. Und dann haben wir hier zwei Schrauben, die sich unter diesem Deckel verstecken. Die können wir lösen und dann können wir den Injektor rausziehen. Und ich hoffe, dass der Schacht breit genug ist, dass die Kamera reinpasst. Einmal alle lösen und dann
Let's go, Junge. Gut, ich habe jetzt die Schrauben gelöst, die vier Schrauben. Und jetzt im Endeffekt kommt nur noch der Deckel zur Seite. Und dort kann man ja sehen, dass sich da diese zwei Schrauben verbilgen. Ich glaube, das sind 10er Muttern. Die müssen wir lösen. Vorsichtig hierbei, die können wirklich reinfallen in den Ventilschacht. Dann ist vorbei. Aber ich habe da einen Trick mit diesem Stück Papier. Moin, Servus, moin. So, Injektor ist raus. Jetzt ist natürlich die letzte Hoffnung, dass diese Kamera hier überhaupt reinpasst in den Schacht. Wir haben gerade mal ein bisschen reingeluschert. Sieht schon ziemlich eng aus, also schauen wir mal. Aber ihr habt es gesehen, Injektor geht eigentlich relativ easy raus. Und jetzt kommt nur noch die Kamera rein. Und Leute, ich bin wirklich sehr gespannt. So, also Kamerawechsel, man kennt's, Akku leer. Aber ich versuche mal, das Ganze hier auch drüber zu filmen. Guck mal, jetzt filmen wir. Da, hallo. Hallo, hallo. Da, hallo, hallo. So, willst du das hier filmen oder meinst du, wir können uns darauf verlassen? Nee, können wir nicht. Können wir nicht, ne? Kuss, Digga. Bro, das sieht so dünn aus, ne? Mhm. Das passt da niemals rein. So, da sieht man, ne? Loch sieht man. Mhm. Jetzt gehe ich langsam rein. Und jetzt, ich drück. Ich komme nicht weiter rein. Oder was ist das für ein Mist? Mist. Haufen, alles hier. Touring, ne? Alles beim Alten. Wir müssen irgendwo hinfahren zu einer Werkstatt, dass wir nach und nach einem Kompressionsgerät über die Injektoren fragen, ob die sowas haben. Warum bei der Werkstatt fragen nach so einem Kompressionsmessgerät? Kompression messen tut man eigentlich immer über die Glühkerzen, beim Diesel zumindest. Das Problem ist jetzt aber, hier haben wir den Glühkerzenstecker und der ist so krass porös, dass ich davon ausgehe, dass das noch die ersten Glühkerzen sind. Und ich befürchte hier auch Böses, dass ich die Glühkerze auf gar keinen Fall rauskriege. Nächste Option ist, Kompression messen über den Injektorschacht. Ist aber nicht die übliche Weise, wie man es macht, sondern ist eigentlich eine Notlösung. Notlösung hin oder her bringt uns nicht weiter, denn wir haben nichts. Wir haben kein Kompressionsmessgerät, wir haben kein Endoskop, zumindest kein Endoskop, was in den Schacht passt. Und wir haben kurz vor Weihnachten. Wir haben gerade den 22. Dezember. Ich weiß nicht, woher ich Teile herbekommen soll. Ich habe schon den Nachbarn schon angeklopft. Ich weiß jetzt auf jeden Fall nicht, woher ich Teile herbekommen soll. Aber was brauchen wir? Wir brauchen Diesel, wir brauchen Luft und Kompression. Diesel haben wir jetzt alles überprüft. Im Endeffekt haben wir eigentlich noch keine Luft überprüft. Habe ich auch viele Kommentare bekommen und zwar Thema Drallklappen. So, und wir können das ja mal hier kurz zeigen. Wir haben hier einmal eine Drallklappe für die erste Bank. Wir haben hier einmal eine Drallklappe für die zweite Bank. So, und hier unten sind die Drallklappen. Dieses Teil hier, dieses ganze Kunststoffteil, das schwarze, was wir hier sehen, das lösen wir, wenn wir von oben auf die Drallklappen schauen können. Wie der Name schon sagt, sind da eben so Klappen, ne? Die können auf- und zumachen. Wie wir uns jetzt vorstellen, hier ungefähr. Und das sind wirklich Klappen auf, zu, auf, zu. Und es kann ja sein, dass eine dieser Klappen vielleicht gebrochen ist oder es liegt was davor, dass sie dauerhaft zu ist beim ersten Zylinder. Also, ich habe jetzt genug geschnackt, gedöns hier alles ab, dass wir auf die drei Klappen schauen können. So, wir legen los, Schrauben lösen. Aha, guck mal, hier ist auf jeden Fall alles ab. Dann muss ich einmal hier diesen Schlauch einmal lösen. Diesen endlos porösen Schlauch, der gleich komplett in seine Einzelteile zerbricht. Eine Schraube, ne? Na, die kommt man nicht. Ja, mit einer Knarre. Vielleicht mit Dings. Eine Knarre? Mit Imbus einfach. Zucker. Woran strugglest du gerade, Eric? Ja, an der einen Schraube hier, die natürlich ultra gut versteckt ist, ne? Das ist die letzte Schraube, die noch irgendwo fest ist. Du kommst an jede einzelne Schraube sehr gut ran. Bis auf die. Schauen wir mal, ob ich die reinkriege. Wieder. Oh, Scheibe, Digga, ich sterbe direkt vor der Stange. Hat man nicht gesehen? Hat ja geklappt jetzt hier irgendwas. Zack. Ist in der Hand. Boah, stinkt das, ey. Ja gut, lass mal reingucken, ne? Oh, Eric, du glaubst es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich heule gerade fast. Komm. Boah, laber. Guck rein. Verstehst du's? Ja, noch nicht so ganz. Kommt dir die anderen an. Das ist der zweite. Hä? Was, Bruder? Wenn du einmal Zündung anmachst, dann macht er einmal diesen so einen Kontrolllauf. Dann macht er einmal auf und wieder zu. Aber das können wir uns mal angucken. Der zweite.
Wie? Ich sehe nur zwei Klappen, das wundert mich gerade. Der erste, Bro, der erste ist nicht mehr da, die Klappe. Die ist weg. Wollen wir endoskopieren oder was? Bro, die erste Klappe ist weg. Film rein. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich gerade nicht. Das ist die erste Dreiklappe für den dritten Zylinder. Das ist die zweite Dreiklappe für den zweiten Zylinder. Warum ist die geschlossen, während die geöffnet ist? Mit der Hand kann ich die auch zu- und aufmachen. Die ist nicht mehr fest dran. Schaut mal, wie verschlissen das ist. Leute, und hier müsste auch noch eine Dreiklappe sein. Da ist nichts, Leute. Ich kann hier mit dem Finger reingehen. Und ich spüre auch das Loch, wo die Stange durchgeht für die Dreiklappe. Ne, wir können da ja sehen, die ist natürlich mit einer Stange gelagert. Hier ist gar nichts mehr. Das heißt, diese Dreiklappe, die ist wirklich abgebrochen und reingefallen. Ich habe es gefühlt. Wohin und wie weit? Verstehst du? Mhm. Jetzt gleich einfach abmachen und mit einer Zange rausholen? Oder schön Ventil? Endoskopieren, Alter. Let's go! Oh, Junge! Warum bin ich so fröhlich? Krass, oder? Es könnte an Luft liegen statt Kompression. Also, natürlich nicht, wenn die da im Motorraum irgendwo rumliegt. Ich kann mir aber gerade nicht vorstellen, dass es da reinfällt und da ist ja auch eine Kurve und so. Mach doch größer einfach. Minimal größer. Die Dreiklappe, dass sie, nicht falls sie abbricht, könnte. Nicht reinfallen kann. Ja, sondern dann nur verstopft oder so. Money, money, money. Liegt da was zwischen Ventil und Dings? Nee, das ist Öl. Meinst du? Ja, ja. Sicher? Oder? Also das ist jetzt hier der erste Zylinder, also das Ventil für den ersten Zylinder. Hier steht halt ein bisschen Öl drin. Weißt du, was ich aber auch gerade merke? Hm. Wenn da Öl drin steht, heißt das ja eigentlich, dass das Ding geschlossen ist. Und wir Kompression hätten. Ja. Aber wo ist die Klappe? Ja, eben. Das verstehe ich auch gerade nicht. Hey, was ist das denn jetzt? Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Was ist das? Gibt doch pro Zylinder bestimmt zwei, oder? Ventile? Ja, genau, genau. Hm. Sieht aus, wird da was in der Erdnuss liegen. Ja, ne? Das sieht so komisch aus. Was ist das? Da kann eigentlich nichts liegen. Das Ventil wollte schließen und da ist die Kugel davor. Komm her. Das ist nur so ein kleines Stück Plastik eigentlich. Nein, das Ding ist aus Metall und hat hier eine Kugel. Siehst du das? Da ist eigentlich keine Kugel. Doch, da sieht man so. So ein Ring ist das. Da. Ach so. Meinst du, das ist so ein Stück von der Stange? Ja. Wo ist der Rest der Stange? Ist so, ne? Wo ist die Klappe? Wo ist die Klappe und wo ist die Stange? Müssen weiter ausbauen. Müssen den Kopf eigentlich abbauen. Oh mein Gott. Und was ist, wenn da so eine Kugel komplett reingefallen ist, in die Verbrennung rein? Dann ist halt Feierabend, ne? Wir haben einmal endoskopiert und wie wir sehen können, vermuten wir mal, dass so eine Dreiklappe reingefallen ist. Ich bin jetzt gerade dabei, das hier alles einmal zu demontieren. Das heißt, ich habe hier einmal drumherum alle Schrauben gelöst. 1, 2, 3, da auf der entgegengesetzten Seite 4, 5 gelöst und da 6 gelöst. Dann habe ich hier noch eine gelöst, da 1. Und jetzt habe ich hier noch eine Schraube, das ist aber ein richtiger Penner. Der will da nicht raus. Also versuche ich jetzt nochmal den Motor zu lösen. Hier die 3 Schrauben, die oben liegen. Wenn ich den abhabe, hoffe ich, dass ich besser an diese eine Schraube komme. Das ist auch die letzte. Ich habe schon mal geguckt hier. Also, ich glaube, das ist die letzte Schraube und dann muss man das Ganze irgendwie rausfriemeln. Aha, ich komme sehr gut an die Schraube jetzt ran. Also an die komme ich jetzt auf jeden Fall ran. Das war die Schraube, die ich für euch vorhin gezeigt habe, wo man so sehr schlecht rankommt. Na, geht. Also die war jetzt nicht ultra fest. Thank you.
doch mal Geld. So. Also, ich habe es euch eben ja schon nochmal gezeigt, aber ich würde sagen, wir bauen das Teil jetzt mal auseinander, damit wir das Federbild nochmal ganz genau jetzt nochmal, boah, wie das hier rausfliegt, einmal nachverfolgen können. Also, kannst du nochmal zeigen, wie das gleich wackelt? Dichtung raus, ja, unbedingt. Und zwar, das sind ja die Drallklappen, von denen wir schon den ganzen Tag sprechen. Die sollen fest sein, theoretisch, ne? Die hat so viel Spiel, die muss ja zu sein. Komplett, man kann einfach nur links und rechts dran vorbeischauen. Die oben ist ja auch noch intakt. Also im Prinzip, die macht ja noch hier was, ne? Hier unten zum Beispiel gar nicht mehr. Ich kann die hier so rundschwingen. Da passt gar nichts mehr. Oh, guck mal. Das ist auch schon gebrochen. Bro, diese Drallklappe, die kann nicht weg sein. Dieses fette Teil soll hier sein und ist weg. Es liegt nicht vom Ventil. Das kann nicht sein. Leute, schreibt es mir in die Kommentare. So ein fetter Lolli hier. Lolli. Diese Klappe muss auch auf der Seite sein. Diese Klappe ist hier aber weg. Von Anfang an war die weg. Das heißt, der Motor musste diesen Lolli hier verschlungen haben. Das geht nicht. Da ist nichts mehr. Ah, deine Glühkerzenstecker sind so wie meine. Komplett Schrott halt. Ja. Ist, liegt hier so, ne? So, auf der Höhe. So. Das heißt, wir vermuten, dass der weggebrochen ist, weil da ist keiner mehr dran. Der muss hier reingefallen sein. Aber, wie man sieht, das geht nicht. Das geht nicht weiter rein. Das kann nicht reinfallen. Der Seite schon. Aber Fakt ist, ich kann jetzt ja auch reinleuchten und bis zu den Ventilen schauen. Das atmet der nicht ein. Das kann er nicht zermalmen und dann Stück für Stück reinmachen. Allerhöchstens natürlich diese kleinen Dinger hier, ne, die wegbrechen. Aber doch nicht die ganz, das ganze Ding. Also wo ist das hin? Wo ist das jetzt? Und was zur Hölle ist mit dem Motor passiert? Also, es geht wahrscheinlich in die nächste Runde. Diese Kack-3-Klappe ist gebrochen. Und wisst ihr was, Leute? Ich dachte, die sind neu. Der Vorbesitzer hat gesagt, dass das neu gekommen ist. Vermutlich meinte er den Motor damit, dass der neu kam. Da steht jetzt 137.05.15. Die 137 macht keinen Sinn für mich. 15, ja, könnte halt sein, ne? 2015. Dann wäre das ja nicht gelogen. Wahrscheinlich muss der Kopf ab. Also, macht euch gespannt auf eine richtig geile Videoreihe, würde ich sagen. So, Freunde, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich habe ja gesagt, vermutlich Motorschaden und so ist es wahrscheinlich auch. Schauen wir auf jeden Fall mal, wo die Reise uns hinführt. Denn ich denke mal, es sieht fast so aus, als würden wir den Zylinderkopf abbauen müssen und. Auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch sehr interessant. Also, nicht vergessen, lasst ein Abonnement da und, ja, Spendenlink, ne? Es wird Zeit. Lass eine Spende da für Zylinderkopf. Nur diese Klappen, die kosten vielleicht 30 Euro oder so. Ja. Kannst du einfach erneuern, fertig. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ich werde natürlich alles schön filmen. Nicht vergessen, lass ein Abonnement da. Danke, dass ihr das Video auf jeden Fall bis zum Ende geguckt habt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder auch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann wieder beim neuen Video. Tschüss!